Schauspieler, Synchronschauspieler, Autor, Liedermacher. Anakin Skywalker, bei jemandem mit deinem Ruf hätte ich erwartet, dass du ein wenig älter wärst. Jedi Abschaum. Hallo Rainer. Hallo. Ich freue mich, dass du als Ostgewächs hier bist. Ich bin auch ein Ostgewächs. Du hast vorhin gerade gesagt, du hast in Leipzig Schauspiel studiert. Du hast auch ein Schauspiel in Leipzig? Nein, um Gottes Willen. Nein. Ich bin kein. Was hast du in Leipzig studiert? Unsere Firma ist in Leipzig, der Hauptsitz. Ach so, ja, du hast die Firma in Leipzig. Genau. Ja. Und in Berlin natürlich. Ja. Nichtsdestotrotz, die erste Frage lautet, die stellen wir immer als erstes, sonst wäre es nicht die erste Frage, wie bist du zum Synchron gekommen? Ich habe nach der Schauspielausbildung in Leipzig, staatliche Schauspielschule Hans Otto, 4 Jahre mit Praxisausbildung in Karl-Marx-Stadt damals, heute wieder Chemnitz, bin ich dann im Erstengagement nach Stralsund gegangen und dann dort 7 Jahre gespielt, große, kleine Rollen, wie das so geht. Und dann bin ich nach Berlin zurückgegangen und wurde freischaffend und habe dann dort recht bald den Einstieg ins Synchron, damals noch vor allen Dingen TV-Synchron, wo Serien und so weiter und Johannisthal-Synchron, also DEFA-Synchron damals, wo Kinofilme und so weiter gemacht wurden, aber nicht nur. Und das ging ganz gut und ich fing dann auch schon an, ein bisschen Regie zu führen. Und dann kam die Wende. Und dann musste man sehen, wie man jetzt mit den gelernten Sachen im größeren Bereich jetzt des verbundenen Synchrons zurechtkam. Und das ist mir so bis heute einigermaßen gelungen. Kannst du dich an deine erste größere Synchronrolle erinnern? Ja, die erste richtig große war noch zu Ostzeiten. Da gab es einen wunderschönen sowjetischen Film und der... Ein Regenschirm für Verliebte. Und da war ich so, das war ich dann. Und nachdem ich noch gar nicht sehr viel gesprochen hatte, und das war eine wunderbare Arbeit, und da war das eben die große junge männliche Rolle in diesem Vierergespann von Hauptrollen. Und das war dann meine erste große Rolle im Synchron. Jetzt gibt es eine Frage, die ich den vielen Ostschauspielern stelle. Wie hat sich die Synchronarbeit damals in der DDR von der dann in der späteren BRD verändert, beziehungsweise wo waren die Unterschiede? Ja, vieles hat sich wohl ähnlich verändert wie auch jetzt. Also es wurde damals noch, das war aber auch hier so, wie ich mir habe erzählen lassen, es wurde mit mehreren Partnern vor dem Mikrofon gespielt, so dass es auch bessere Partnerbeziehungen gab. Das ist mit dem alles rausgeixt schwieriger. Was ein deutlicher Unterschied war, dass man solche Takes hatte. Die waren außerdem auf Schreibmaschine getippt, dann kamen die auf so einer Blaupause, dann hatte man den Text. Und dann ließ man sich gerade für eine größere Rolle, kriegte man aber auch schon mal das Zuschicken. Weil man musste da durch diese Ottos dadurch, nicht nur irgendwelche so kleine Ticks, es gab auch kleinere. Und weil man der Meinung war, was gar nicht verkehrt war, dass der Bogen sein sollte, dass man den Bogen spielt, dass es also vielleicht nicht so sehr ein Synchronton wird, sondern Schauspiel. Aber man kann auch mit ganz kurzen Takes Schauspiel machen, das geht auch. Aber das war eben so, es war ja auch mit dem Zuspielen, war ja alles noch ein bisschen anders vom Film her. Ja, das ist einer der wesentlichen Unterschiede. Hast du das vermisst dann im Nachhinein oder vermisst du das heute mit Kollegen vorm Mikrofon gemeinsam aufzunehmen oder ist es für teils dich? Ja. Okay. Teils ja. Es geht natürlich so schneller, man kann sich sehr auf sich konzentrieren und viel in dem Synchron ist ja eine mehrfach schizophrene Arbeit. Man muss also, soll möglichst in die Rolle einsteigen, man muss sich auch ein bisschen verändern, man ist es ja nicht selbst, aber man soll es möglichst, wenn es gut ist, von sich aus spielen und nicht nur so tun, als ob. Und wenn man dann einen Anschluss hat,
Wenn man das mal als Schauspieler erlebt hat, dann weiß man, dass ich jetzt mit dir spreche. Und dass ich nicht sage, ich spreche jetzt mit dir. Und das ist schon ein Unterschied. Und wenn der Ton, ob der nun besser oder schlechter ist, ist dabei nicht so wichtig. Aber ich kriege den direkten Ton vom Partner. Und dann steigt man unwillkürlich anders drauf ein. Und so ist sehr oft, dass man auch in Gefahr läuft, das zu vergessen. Dass man jetzt sagt, also man hört das und dann macht man es nach im Sinne von, ich liebe dich. Jetzt mal ganz schlecht. Und das jetzt also, na mal sehen, ob ich dich liebe. Du Partner, du. Und das machen die Schauspieler auch im Original, muss man also selbst, sollte man eigentlich. Und das fällt leichter, wie ich schon sagte. Hast du das Gefühl, dass die Qualität der Synchronisation abgenommen hat oder sind wir immer noch auf einem guten Niveau? Es ist generell schwer zu sagen. Es gibt gute Synchronleistungen, das hängt sehr davon aber auch ab, ob man sich... Man muss dann nicht unbedingt dafür staatlich ausgebildet sein, aber es hilft schon sehr, wenn man sich mit den Problemen des Schauspiels, man muss ja auch nachahmen, man muss auch einsteigen, man muss auch zu seinem Beispiel sagen, hallo, wie geht's? Anstatt jetzt irgendwas da fühlen zu wollen. Aber was das genau ist, dazu ist schon ganz gut, finde ich, dass man sich mit all den Problemen, die man dabei kriegt, wenn man Schauspiel versucht zu lernen, bei einem Talent oder Nicht-Talent, das meiste ist auch hier wie in sonstiger Kunstarbeit und möglichst spaßmachende Arbeit und Spiel, ja, heißt ja auch Schauspiel, und dass man dann das zusammenkriegt, aber durch die Irrtümer zu gehen, wie ich mich noch erinnere, bei der Schauspielausbildung habe ich Franz Mohr mir ausgewählt aus Schillers Räubern. Und den berühmten Monolog. Und man weiß natürlich, Franz ist der Bösewicht. Und da habe ich natürlich den Bösewicht vom Leder gelassen. So wie ich dachte. Und dann habe ich gedacht, ha, tröste dich, Alter. Du wirst ihn immer wieder. Und so weiter. Und ich fand mich ganz gut. Und die Leute sagten mir dann, das war der Test, danach kommt ja die richtige Prüfung, sagten dann, mach mal den Franz nicht. Den machen sie nicht. Ich habe nicht verstanden. Ich fand das das Beste. Und dann weiß man, das meinte ich mit dem, dann geht man so durch das und das, auch durch unnötige Irrtümer. Es gibt ja immer so diese Frage zwischen Vermittlungsschauspiellehrer, Schauspielschüler, wie auch bei Regisseurschauspieler. Man macht doch vieles falsch, was man nicht falsch machen müsste. Aber dann geht man durch und dann weiß man irgendwann, Mom, das war doch aber so nicht gemeint. Das ist es nicht. Aber was davon sogar ein bisschen richtig ist und was, da ist schon ganz gut, wenn man dadurch irgendwas mal mit sich selber durchgegangen ist. Was auch behindern kann. Aber, Wir kommen zum Thema Star Wars. Ja. Die Star Wars Community liebt dich für die deutsche Stimme von General Grievous, den du synchronisierst. Ja, erzähl mal, wie kam es dazu? Wie kamst du ja, das kam irgendwann so dazu, dass Tobias Meister, der da Regie führte, und wir haben nun bis dato nicht wahnsinnig viel miteinander gearbeitet, und plötzlich war ich da besetzt. Das ist ja auch immer so, wie auch im anderen Schauspiel oder wie sich auch Schauspieler manchmal beklagen oder es einfach nur benennen, dass man so auf Fächer auch festgesetzt wird. Ja, und irgendwie eins war wohl bei mir, in dem nach der Wende, wenn man sagt, okay, man kannte mich der und der nicht und dann fängt man auch wieder plötzlich nochmal an und dann merkt man so, ach ja, auch das macht er ja ganz gut. Also, oder andere sagen, was macht der denn da? Aber eins war bei mir schon so, ich wurde auch oft zu alt besetzt. Ja, ich hätte immer deutlich jünger sprechen müssen, das wäre mir sehr entgegengekommen, aber da gab es ja auch Leute, die das sprachen und die natürlich auch ihre Rollen behalten sollen. Aber eins hatte sich so ein bisschen rausgeschält, Döring kann irgendwie auch ein bisschen verrückt und ein bisschen skurril. Okay, ein Vion-Abend mache ich ja auch irgendwo, aber das ist nicht so sehr, dass es jetzt unbedingt, wie auch immer, Döring kann sowas auch. Und da ja, aber da babam, und da macht er mal Döring. Also dazu darf man verraten, der Originalschauspieler hat nun auch keine General Grievous Stimme, der ist in mittlere Tonlage und dann wurde das verfremdet.
Und bei mir war es dann wohl so, dass man schon sagte, ey, da muss man ja gar nicht verfremden mehr fast bei dir. Weil ich machte dann so ein bisschen einen Hitlerton und sonst was so ein bisschen da mit rein, so was so der Taktikkonsole und sonst da irgendwie. Und manchmal vielleicht auch sogar zu viel. Durch die Verfremdung wird es manchmal fraglich unverständlich, aber man muss sich ja nun auf... So, okay. Das wäre so meine nächste Frage gewesen. Ja. Es wird ja im Nachhinein verfremdet, ja, die Stimme. Ja. Legst du die trotzdem anders an? Also wie, ja, sprichst du im Original? An. Ja, also das mache ich zumindest. Also dann hätte man ja jetzt immer den Originalschauspieler hören müssen, wie er im Original, aber das war ja nicht vorhanden. Also einmal habe ich es eben gehört, wie er eigentlich normal klang. Dann hört man aber das Verfremdete, ja, wenn man sich das Stück Film anguckt, den Take, und dann steigt man dem nach, und ich neige dazu, vielleicht sogar auch zu übertreiben, weil es auch Spaß macht, und dann und sowas dann in die Rolle praktisch auch trickfilmmäßig reinzuschlüpfen. Manchmal hätte man vielleicht sagen müssen, mach mal langsamer und gar nicht so sehr, damit durch die Verfremdung noch die Gefahr auch einer Unverständlichkeit. Ja. Aber ich glaube, das haben, ist, insgesamt habe ich es mir angeschaut und ich denke, man kann es vertreten. Und ich denke, ich komme da dem Original auch nahe. Und dann zieht es die weiteren Sachen nach, dass außer dem Nummer 3 war es ja wohl der Teil, der stirbt ja dann leider gleich. Und dass dann aber so die übrigen Star Wars, Lego und Hörspiel auch und sonst was, kam dann immer, naja, dann war ich das dank Thomas, Tobias, war ich dann eben General Grievous, und irgendwann, letzter Satz, kamen auch mal die Fans von Star Wars in München da irgendwelche, und da war ich dann mal zur Autogrammstunde eingeladen und solchen Sachen. Ja, und das war ein sehr angenehmer Kontakt auch. Was gefällt dir an dem Antagonisten General Grievous? An dem, ja, was gefällt mir? Dass man ein bisschen spinnen kann? Das ist ja vom Film her, ist das ja so eine merkwürdige Mischung aus irgendeiner Spinne und einem Roboter. Das zu machen und da auch zu spinnen und sich da auszuloten, wie man das so selber macht und wo das geht und wo das vielleicht nicht nur irgendwie ein Gehampel ist. Ja, das macht wie auch beim Trickfilm Spaß. Hast du eine besondere Lieblingsproduktion von den Sachen, die du gemacht hast, wo du den Grievous gesprochen hast? Du hast ihn ja in Lego Star Wars und noch in etlichen anderen Sachen. Gab es da was, was dir besonders viel Spaß gemacht hat? Nee, würde ich so unbedingt nicht sagen. Es ist, also wenn, aber ich habe darüber noch nie nachgedacht, wenn, würde ich sagen, ist das so, dass ich wohl sagte, also dann ist mir wahrscheinlich am wertvollsten das Original. Cool. So, wir kommen zu Anime Dragon Ball Z. Okay, da hast du gesprochen Gott. Ja, ja, auch das, auch das. Ja, was verbindest du damit? Ja, man macht das so. Das blieb mir oft ein bisschen fremd, weil man springt da so rein. Man hat da irgendwas zu tun, dann wird am Schluss wird er ja so irgendwie so doppelt und dann muss ja der junge Nachfolger und der Kampf da drin, und das blieb mir von der Geschichte und was da gebaut wurde immer eher etwas fremd. Ich bin auch kein Dragon Ball Gucker geworden, und dann ist ja viel so ach puff du bum bum und aber und ja, man macht das dann. Und man versucht auch hier, es ist letztlich egal, ob das ein guter Film ist oder ein schlechter oder eine Serie. Also ist jedenfalls meine Philosophie dabei. Man versucht dann die Aufgabe selbst, wenn man sagt, was ist das denn? So ordentlich wie möglich oder vielleicht so künstlerisch wie möglich zu machen. Im Sinne von, dass man es glaubhaft irgendwie macht, auch sowas. Ja, aber er blieb mir insofern irgendwie fremd. Habt ihr da noch zusammen aufgenommen? Bei Dragon Ball? Nein, so gut wie nie. Also das Zusammenaufnehmen fand auch noch in den Anfang der 90er immer mal statt, wurde aber schon immer weniger. Also auch wenn man jetzt so sagen will, im sogenannten Westsynchron. Im Osten wurde auch für Westsynchron gearbeitet. Da gab es viele Serien, die wurden in Adlershof und so weiter gemacht. Die wurden nur in den Westen verkauft. Egal. Aber nee, aber das Zusammenspielen kam schon zunehmend aus der Mode und wurde gerade mit der zunehmenden Digitalisierung immer weniger. Okay.
Apropos Gott, du hast in der Serie American Gods Chernobog gesprochen. Peter Stormare hast du da synchronisiert. Der wird normalerweise eigentlich von Klebsch und Bierstedt gesprochen. Ja. Wie war es, Stormare zu synchronisieren? Das war schon verrückt, weil das ist auch so ein Ding. Ich sagte ja vorhin schon mal, ich bin öfter auch ein bisschen, auch nach meinem Gefühl, man hat ja einen Körper. Jetzt bin im Alter, wächst auch das Stimmvolumen und so weiter, wenn das auch ein bisschen mit einer Selbstverständlichkeit in der Persönlichkeit so einhergeht, geht dann was mit der Stimmausbildung auch noch zusammen. Und aber auch dieser Gott war wo, oh, aber die Regisseurin sah mich so? Und dann sage ich, na dann machst du mal die Gratwanderung, was der da so ist. Also ich bin nicht unbedingt der Körper und auch nicht das Testosteron von diesem Mann und auch nicht die Bassstimme, aber ein Stück davon. Und wenn ich das halt machen soll, und die Regisseurin Karin Lehmann, die das da anfing, die sagte auch, ja, das ist toll und das bist du. Weil ich in so einem anderen, das war wohl russisch, da hatte ich auch so einen Gangster gemacht, auch auf so eine Richtung. Und du kannst ja dann nicht sagen, du, das bin ich eigentlich nicht. Und ich würde jetzt lieber einen zarten Melancholiker sprechen, den ich dann, das ist aber oft zu kurz gekommen bei mir, das war ich nicht. Und dann macht man's. Und ich denke, ich habe es ganz brauchbar gemacht. Und über den Rest rede ich mal nicht. Du hast synchronisiert Mr. Scheibel oder Scheibel in der Serie Das Damengambit. Das ist der Hausmeister, der der kleinen Beth im Grunde genommen das Schachspielen beibringt. Hat dich die Serie auch so begeistert wie? Die finde ich gut. Die finde ich auch schön synchronisiert. Und das war auch so ein Ding. Aber ich, das ging ja dann weiter. Jetzt sind so die Rollen, also auch wenn ich jetzt, was vorher auch schon vorkam, da gab es noch einen Schauspieler, der hieß so ähnlich wie ich und der hatte einen Körper. Und ich dachte manchmal, sag mal, wollten die nicht eigentlich den haben? Und aber so. Und jetzt ist das nicht mehr so das Problem, weil wenn ich, okay, dann machen wir mal. Und dass man da möglichst wenig lügt, sondern die Gratwanderung stimmt. Und insofern war aber auch wieder so ein Effekt, als ich, da wurde eine Probeaufnahme für gemacht. Beim Damengambit. Und da war, also zum Beispiel der gestandene Kluckert, war im direkten Richten gegen mich und ich dachte, naja, mal sehen. Und dann muss man da auf diese Rolle, diesen Zausel da unten im Keller, der ja noch nicht so alt war, aber der war eben da oder ist. Und da habe ich versucht, mit Verlassen mich auch auf Dirk Müller, den Regisseur, naja, dann guck mal, sieht die Rolle ist, warum der da rumzauselt, was der von dem Mädel hält, habe das versucht, schauspielerisch, mit möglichst wenig so Tricks, sondern mich da, wenn man so will, das ist auch so ein merkwürdiger Begriff, das Herr hineinversetzt in die Rolle, aber doch schon in den Momenten die Situation zu nehmen und sagen, lass mich in Ruhe. Er hat ja gar nicht so viel gesagt, ne? Aber es hatte ganz viel Wirkung, was er gesagt hat. Ja, und ich war auch unsicher insofern, dass ich sagte, Dirk, spiel mir öfter mal rein, weil ich nicht in dem Sinne, man muss auch chargieren können, gerade Trickfilm oder so, aber dass das Chargieren, dass man sich auch auf diesen Zausel da macht, der auch wieder, der ja die Stimme von Hause aus so mitbrachte, dass man das glaubhaft hinkriegt. Und dann war, als ich sah, war ich sehr angetan, auch wie Dirk mich da immer mal auch ein bisschen leise korrigiert hat, aber mich hat machen lassen und mir vertraute. Dann vertraute ich mir auch. Und was ich gehört habe, das fand ich mehr als brauchbar. Und insofern freute ich mich auch über Rückmeldungen, die sagten, ach, das war Rainer, wie das denn? Und das Schönste war für mich, und so ging es mir auch, wenn ich immer ab und zu mal Regie geführt habe, wenn man, jeder hat ja so seinen Sound, und das ist mir ein paar Mal gelungen, dass Leute sagten, die in der Branche zu Hause sind, sagten dann beim Anschlusshören eines Kollegen, wer ist denn das? Also wo sich das mit dem Spiel, weil man weiß,
Man weiß nicht, wie ich im nächsten Moment reden werde. Und das kann man bei sich selber auch überraschen sich lassen. Ich habe mich in der Rolle, als ich es dann sah, wann war ich das jetzt? Und da kann ich auch nur Danke sagen an Dirk, wie das... Und ich traute mir dann auch selbst und dann machen wir das jetzt so. Ich wurde es ja in dem Probesprechen. Und ja, das ist gut aufgegangen. Schön, das ist wirklich eine schöne Serie. Ja. Und die Serie auch, die Serie ist gut. Und die einmal, die erwischt haben, die... Du hast 2020 in der Serie Snowpiercer... Ja. Die Rolle des Pike gesprochen. Ja. Kannst du mal davon erzählen, wie war das? Ach, das machte Spaß. Das ist ja, das ist so, was mich dann so ein bisschen verfolgt hat. Heute hatte ich auch gerade eine Rolle, so nicht allzu groß, aber bei einem Regisseur, bei dem ich noch nicht mich hab regieren lassen. Und ich dachte, ach klar, was will er denn? Und was war's? Es war wie ein bisschen abgenuddelter Obdachloser, aber gut, okay. Und der war ja auch, das ist ja auch okay. Und wenn die Stimme jetzt zum Beispiel so ist, das war okay. Und der Pike nun bei Snowpiercer, wo die da immer mit dem Zug da durch die Endzeitlandschaft fahren, die ganze Gesellschaft ist in den Zug verfrachtet. Interessante Science-Fiction-Idee. Und mein Typ, der da nun auch immer rumhampelt und ein undefinierbarer Böser oder was weiß ich so ist. Und da ist er auch schon tot. Und nein, okay. 2021 hast du in Space Jam gesprochen, A New Legacy, und zwar als Bugs Bunny Jäger, Elmar Fatt. Und zwar früher haben den gesprochen, Bruno W. Pantel steht bei mir auf der Liste, der ist leider 95 verstorben, und der großartige Hans-Jürgen Wolf, 2018 verstorben. Wie hast du den angelegt? Du meinst es Elmar Fatt? Ja. Ja, bei Elmar Fatt musste man, dass man da, das ist im Original gar nicht so. Außerdem gibt's im Original, glaube ich, auch 2 bis 3 Sprecher. Also der hat sich auch gewandelt. Der Mann hat mir zu dem, als ich für Hans-Joachim da übernehmen musste, weil er leider nicht mehr da ist, oder übernehmen durfte, da war, glaube ich, auch ein Probesprechen, und dann wurde ich das. Und auch danke hier an die Regie, und ja, da war nun, das hatte der Vorgänger auch schon gemacht, das ist ein starker F-Fehler, wo auch noch die CH-Laute und alles war F-Fehler. Und ich tat mich in der Probeaufnahme auch gar nicht ganz leicht, weil ich war so, das habe ich aber, ich habe ihn ja zu Hause gehört als Vorgänger. Und ich dachte, das, was hat er gesagt? Und dann haben wir uns aber auf was geeinigt. Und dann hörte ich noch dieses Original. Im Original ist das doch gar nicht so, du. Ja? Mach mal. Ich muss ja auch so. Und na ja, und dann macht das aber Spaß. Weil man, das ist, Trickfilm hat ja, und das muss man auch lernen, eine meiner ersten großen Rollen am Theater war Truffaldino im Diener zweier Herren. Das ist Commedia dell'arte, noch mit Maske. Und dann aus der Schauspielschule kommt und jetzt immer schön ehrlich und Stanislavski. Und jetzt macht man plötzlich... Ha? Oh. Ha? Hi. Wir machten da volles Maskentheater, Commedia dell'arte. Commedia dell'arte, prima. Genau, die muss man auch noch beachten. Und trotzdem muss es leicht sein und es muss die Tanz sein. Und da lernt man was. Und da lernte ich eins, und das hat auch mit Trickfilm und sowas zu tun, ein Typ ist in diesem Typentheater, es ist auch eine fürchterliche Vereinfachung oder eine schöne Vereinfachung, aber sie gibt auch wieder Chancen zum Spielen, weil... Na gut, frag mich mal weiter was. Okay, ich frag dich weiter. Ja, nächste was Frage. Ja, bitte? Du hast... Nee, und ich meine nur, und dann kann man... Ach, nö, da antworte ich jetzt nicht drauf. Und da muss man nicht... So kann man auf diese Schiene sich setzend... Und sogar insofern wahrhaftig, weil ich dich eigentlich nur Quatsch macht nur. Nein, man ist jetzt eben so ein Typ. Und das ist die Chance. Und das macht man dann letztlich auch bei Foot. Man muss sich auf was einigen. Und wenn das dann läuft, dann ist es sogar eine Hilfe, dass man dann immer so und so. Dann hast du synchronisiert in Guy Ritchie's The Gentleman. Oh, weiß ich jetzt nicht. Tom Wu.
Weiß ich gar nicht. Es sind so viele Rollen. Manja hat auch synchronisiert, deine Tochter Manja Döring. Also wenn man es mir zeigt, dann weiß ich es wieder. Aber man vergisst sehr vieles, weil man hat drei Termine am Tag, dann hat man mal... Dann erübrigt sich die Frage, wie ihr den Film fandet. Aber meine nächste Frage baut darauf auf, du hast noch einen Sohn, Alexander Döring. Ja. Beides bekannte Synchronschauspieler. Ja. Wie hast du deine Kinder an die Sprechkunst rangeführt? Haben die selber Lust gehabt? Oder? Also ich habe sie insofern nicht rangeführt. Das hat sich so mit ergeben... Alexander wusste sehr früh, dass er Schauspieler werden will. Alexander hat auch im Theater Stralsund in der schönen Inszenierung Der Soldat und das Feuerzeug hat er dann einen kleinen Jungen da gespielt und da guckten die Leute immer, aber die Leute gucken sowieso, wenn Kinder auf der Bühne sind. Aber er machte das schön und der hat es dann nicht unbedingt gesagt, aber er wollte es immer werden. Und hat dann, als er dann Abitur fertig und so weiter, und dann war die Frage, da hat er sich auch ein bisschen verschlossen und suchte so seinen Weg. Und dann hat er sich auch ein bisschen Angst wohl gehabt, sich staatlich zu bewerben, und hat sich bei einer privaten Schule und hat dann auch die so ziemlich bis zum Abschluss hingekriegt. Und da haben wir gesagt, ja, bitteschön, und haben auch die Studiengebühren und so weiter bezahlt. Und dann ist er auch schon ausgezogen bei uns. Und da war dann so, er will's werden. Aber er wollte es sehr früh werden, schon, ich weiß nicht, irgendwie mit 12, ja, er will. Und das sagt man natürlich auch wieder nicht vor den Mitschülern. So, und da hat er natürlich genau wie Manja dann auch, als wir wieder in Berlin waren, hat er angefangen, als Kind zu synchronisieren. Und das ging bei beiden sehr gut, mit großen Rollen. Und sie konnten das, sie hatten Talent dafür. Und weiß ich nicht, rangeführt. Ja, es wurde viel vorgelesen zu Hause. Und auch gegenseitig, da ist schon eine Befruchtung stattgefunden. Und dann waren sie auch mal mit dem Theater. Insofern, wie bei vielen anderen Schauspielkollegen auch, dass die Kinder da praktisch mit reinwachsen, auch in den Theaterrhythmus und. Da sind Proben und anders als bei sonstigem 8-Stunden-Tag, ja. Wir machen mal einen kleinen Ausflug nach Frankreich. Du hast den Franzosen Hippolyte Girardot gesprochen. Und zwar ganz oben links, 2010. Ja, das ist eine schöne Rolle gewesen. In der Hauptrolle des Gerichtsvollziehers François. Ja, das war eine schöne Rolle. Kannst du dich erinnern? Erzähl mal. Das war eine sehr schöne Rolle. Ich finde den Film auch sehr schön. Das ist so ein schräges Ding da, ganz oben links. So, wo der dann gekidnappt wird noch von denen. Und dann sorgt er doch wieder für Verständigung. Und am Schluss schmeißen dann die Leute alle die Stühle aus den Fenstern, um auch Protest mal endlich anzumelden gegen das Schweinesystem. Und das war sehr schön gespielt. Und ich wurde es, oh Gott, hilf mir mal auf die Sprünge, wer war meine Regie? Das kann ich dir jetzt nicht aus dem Mund sagen. Mein Namensgedächtnis ist so bescheuert. Du hattest auf jeden Fall eine sehr gute Regie. Ja. Oh Gott, Frau. Oh nein, bitte verzeih mir, wenn du das sehen solltest. Wir blenden das hier ein. Wir kriegen das raus und blenden das hier unten. Nein, du, ich habe wirklich, manchmal einen Kollegen, den ich gut kenne, und dann ist der Name weg. Ich kann mir wunderbar Gedichte merken und alles Mögliche. Da habe ich einen großen Fundus, aber Namen ist so eine Sache. Du, ist kein Problem. Das recherchieren wir und das blenden wir unten ein. Kann nicht sein. Okay. Nein, sehr schön, und danke, dass er mich da besetzt hat. Und es war eine schöne Arbeit, auch eine zum Teil anstrengende Arbeit, denn es waren noch schwere Takes. Und sie ist sehr genau. Und da muss auch der Atmer stimmen. Und das hat seinen Grund. Aber Synchrontext ist ja auch immer so eine Sache. Es muss ja dann auch noch stimmen, und da musste manchmal auch tricksen. Und da kann man sich auch manchmal auseinander dividieren, aber wir haben uns immer wieder zusammen dividiert. Nee, so sagt man das wohl nicht. Was haben wir gemacht? Uns addiert. Nee, dividieren wäre ja teilen. Also so zusammen multipliziert. Okay. Und ja. Und dann? Macht das für dich einen Unterschied, ob du jetzt einen Franzosen, einen Engländer, einen Koreaner, einen Russen oder irgendwas synchronisierst? Nein. Gibt es da Unterschiede im Nein, Original? Nein, höchstens in dem Sinne, dass man natürlich eine andere Vorlage hat und insofern versucht, sich dem
anzunähern. Und der ist ja nun mal anders, aber es wäre unsinnig, man lässt sich zu sowas verführen, dass man jetzt amerikanisch spricht. Oder hier spricht man jetzt eben so. Das wäre aber Typentheater und es ist dort eigentlich nicht verlangt. Man muss also etwas finden. Es gibt Unterschiede. Man hört auch, ob das ein französischer Film ist, auch im Deutschen oder ein amerikanischer. Aber das ist auch so. Das beeinflusst einen, durchtränkt einen oder wie eine Farbe. Aber im Grunde muss auch hier etwas gefunden werden, dass man die Mischung findet, dass man in der Rolle selber etwas will. Und da kann man nicht sagen, dass ich jetzt selber etwas will, also oder ohne Akzent, dass ich selber etwas will. Dass man also jetzt an sich einen Amerikaner oder arrogant, ist Quatsch. Ich muss praktisch die Figur durch mich, dass ich sage, ich will das. Was war die letzte Produktion, wo du aus dem Studio gegangen bist und gedacht hast, das muss ich mir in Gänze anschauen? Ach, das weiß ich jetzt gar nicht. Verschiedene, also zum Beispiel beim Damengambit oder sind immer wieder welche. Also wenn einem da was auch bei einer etwas größeren Rolle oder einer großen Rolle ans Herz wächst, dann ist man schon interessiert, dass man das mal sieht. Aber nun läuft der Film, man hat anderes zu tun und dann kommt einem irgendwas über den Weg. Was ich sehr gerne, ich möchte jetzt wissen, wie sie heißt. Oh, tut mir so es leid. Es ist längst eingeblendet, Rainer. Gut, okay. Na, aber ich würde sie gerne jetzt mal persönlich ansprechen. Es tut mir so leid, also ich schäme mich. Ich schäme mich. Nein. Also, ich habe bei ihr mehrere schöne Sachen gemacht und eins mochte ich auch sehr, da hatte ich nur eine kleine Rolle, das ist mit dem, das brandneue, kann ich sehr empfehlen, den Film, den liebe ich. Wie heißt der? Das brandneue Testament, ein schräger Film, ganz skurril und das ist, Gott existiert auf der Erde. Und Gott ist in irgendeiner verkommenen Wohnung in einem Hochhaus oben zu Hause, okay, mit einem Raum, der aber ganz weit ist. Und dort ist es in Brüssel. Und ich war dann, und dann ist es eine verwickelte Geschichte. Und dann durfte ich da einer, der dann letztlich Heiligen sein, die wieder Ordnung in die Welt bringen sollen. Und das ist sehr verrückt. Und das mochte ich auch die kleine Rolle und das, den gucke ich mir aber auch als Film, egal ob meine Rolle da eigentlich nicht so sehr, meist, die Rolle war sogar größer, aber der sagte nicht viel. Und das ist schon schön, aber andere Sachen auch. Ja, Dame Gambit, was noch? Ja, ich bin in letzter Zeit immer mal angesprochen worden, da gibt's auf Amazon Prime, kann man das sich holen, da gibt's die Serie, so eine kanadische, Schitt's Creek, also ja, Scheißebach. Und dieses Städtchen, da ist meiner, Roland heißt der Bürgermeister. Und das ist auch ein leicht durchgeknallter Typ, so ein richtiger Proll, wenn man so will. Und das war Schau. Das war wirklich so. Und dann, aber der spielte toll. Und den jetzt zu füllen, das war toll. Cool. Du bist gelegentlich auch als Liedermacher unterwegs? Ja. Wovon handeln deine Songs? Von vielem. Von vielem. Ich habe ganz, ganz, also es sind inzwischen über 5000 Texte, die da irgendwo rumliegen. Davon sind einige Lieder geworden. Es gibt auch eine CD von mir, die heißt Früh im Hotel. Kann man bei YouTube nachgucken. Da gibt es den Titelsong als Video. Früh im Hotel. Und das ist so aus, ich habe noch mehr Zeug dazu liegen zu Hause. Da ist mal, dann habe ich verschiedene Zusammenstellungen versucht und die wurde mal, dass ich dann in kleiner Auflage die herstellen ließ, kann man sogar bestellen. So, und auch wenn man diese CD sich jetzt mal anhört, das geht so querbeet. Es ist Hauptding, was ich mache, wenn man so jetzt gar nichts weiß, ist so ein bisschen von der Art. Es ist wie, ich reime so gut wie immer. Es ist
ein bisschen, sag mal, in der Art wie Heine oder Tucholsky oder Kästner und so weiter. Und ja, vielleicht darf ich ja eins aufsagen, wenn du fragst. Das ist aber nicht vertont. Das ist ein kurzes. Das heißt ein kurzes. Das heißt, das liebe ich. Da ist eine Beziehung verarbeitet worden. Das ist schon älter. Das heißt zu laut. Wir waren auf verschiedenen Planeten und dachten stets, wir wären im gleichen Haus oder im selben und dachten stets, wir wären im selben Haus. Wir waren viel zu laut. Im Schreien und Beten brach unsere Einsamkeit aus uns heraus. Wir wussten nichts von unserer falschen Nähe, der falschen Richtung unseres Worteschwalls und sagten trotzdem Worte wie, ich weiß, verstehe, natürlich, logisch, stimmt und keinesfalls. Nur, wenn wir miteinander zärtlich waren, berührten wir den anderen irgendwo und irgendwie und durften dann erfahren, dass es uns gab im Hier und Nirgendwo. Sehr schön. Vielen Dank. Lieber Rainer, das soll die letzten Worte gewesen sein in diesem Interview. Ich war kurz ergriffen. Vielen Dank, dass du da warst. Ja. Es hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Ja. Und ja, sag nochmal ganz lieben Dank. Ja, danke schön. Bitte.